Hallo und willkommen in der Technik-Videowelt. Heute geht es beim Samsung Galaxy S24 um das Thema Fingerabdruck einrichten. Wir haben ja hier einen verbauten In-Display Fingerabdrucksensor und wir wollen euch zeigen, wie ihr einen Fingerabdruck einprogrammiert und wie das dann aussieht, wenn man ihn dann anwendet, um das Gerät zu entsperren. Viel Spaß dabei! Ja, in diesem Video geht es um den Fingerabdruck bzw. das Entsperren unseres Galaxy S24 mit Hilfe unseres Fingerabdrucks. Ist eine super praktische Sache, denn euren Fingerabdruck, den habt ihr immer dabei, den könnt ihr nicht vergessen. Kann höchstens sein, dass ihr euch mal an dem Finger, den ihr einprogrammiert, dann geschnitten habt oder so. Dann ist es natürlich ein bisschen blöd, dann kann das mal sein, dass es vorübergehend nicht erkennbar ist. Dann müsst ihr eben eure PIN oder Passwort nutzen, um euer Gerät zu entsperren oder euch irgendwo anzumelden. Aber ansonsten ist das eine sehr praktische Sache mit dem Fingerabdruck. Was müssen wir da tun? Ganz einfach, wir gehen einmal in unsere Einstellungen, das als erstes, und dann haben wir hier einen Bereich mit dem Thema Sicherheit und Datenschutz, haben wir hier, da klicken wir dann einmal drauf, hier vorne mit diesem kleinen Schutzschild, das Symbol, zack, und dann haben wir, wie wir hier sehen, auch schon eine Bildschirm- oder einen Sperrbildschirm, Bildschirmsperre vergeben, da ist der grüne Haken, wie wir sehen, das heißt, unser Gerät ist schon mal mit einer Sperre versehen, das ist Voraussetzung dafür, dass ihr überhaupt einen Fingerabdruck einrichten könnt. Ihr müsst also erstmal eine PIN oder ein Passwort oder ein Muster vergeben haben, damit ihr eben euren Fingerabdruck einrichten könnt, denn das gilt immer als Plan B, dieser Sperrbildschirm, denn wenn ihr vielleicht mal euren Fingerabdruck, was ich gerade sagte, irgendwie, wenn ihr euch geschnitten habt, dann kann der Fingerabdruck nicht gelesen werden oder vielleicht ein bisschen doll eingecremt oder so, dann gibt es da Probleme und dann muss natürlich ein Plan B her, das wäre dann eben, wie gesagt, PIN, Passwort oder Muster, damit ihr euer Gerät auch freigeschaltet bekommt, denn wenn euer Fingerabdruck einfach nur nicht gelesen werden könnte und es gäbe keinen Plan B, ja, dann würdet ihr euer Handy eben nicht freigeschaltet bekommen. Wir klicken jetzt mal hier auf Fingerabdrücke. Und ihr seht, hier müssen wir jetzt unsere aktuelle PIN eingeben. PIN, weil wir natürlich die PIN vergeben haben als Displayschutz oder Displaysperre. Wenn ihr da Passwort oder Muster genutzt habt, dann müsst ihr natürlich das entsprechend hier eingeben. In meinem Fall ganz einfach hier nur fürs Video 4x0. Und dann habe ich diesen Bereich auch freigeschaltet, habe da jetzt Zugang zu. Denn wenn das nicht geschützt wäre, könnte ja jeder hier irgendwie einen Fingerabdruck einprogrammieren. Und ihr würdet euch wundern, warum jedes Mal, wenn ihr euer Gerät entriegeln wollt, erstmal der Fingerabdruck abgefragt wird und ihr das mit eurem gar nicht hinbekommt. So, Fingerabdruck, eine schnelle und einfache Methode zum Entsperren eines Telefons und für die Anmeldung in Apps, das geht natürlich auch. Deine Fingerabdruckdaten werden von Nox geschützt. Alles klar, habt ihr noch weitere Informationen, könnt ihr euch hier alles durchlesen. Wir kürzen das Ganze mal ab und sagen weiter. Drücke für ein optimales Scan-Ergebnis mit der Fingerkuppe innerhalb des Kreises und hebe den Finger an, wenn der Kreis vollständig markiert ist. Wiederhole dies, bis du 100% erreicht hast. Ja, klingt wie so eine kleine Spieleanleitung. Beachte, dass sich die Position des Kreises jedes Mal ein wenig ändert. Genau, und dann klickt ihr auf Registrieren. Beschrieben bekommen haben wir ja, wie es geht. Ich werde jetzt meinen rechten Daumen hier mal einprogrammieren und dann seht ihr, ich drücke auf diesen Kreis und dann bewegt er sich immer so ein bisschen und immer hebe ich dann meinen Daumen wieder an und positioniere ihn immer leicht anders. Es kann ja auch eben im Alltag passieren, dass ihr ihn durchaus dann mal ganz anders auflegt als das Mal zuvor. Deswegen haben wir hier so ein paar Variationen sozusagen, damit eben auch immer oder möglichst immer unser Daumen erkannt wird, beziehungsweise der Finger, den ihr hier einprogrammiert. So, jetzt habe ich 100% Fingerabdruck hinzugefügt. Seht ihr schon, wie einfach und leicht das geht. Weiteren hinzufügen, also ich kann ja noch weitere Fingerabdrücke jetzt hier einspeichern oder einprogrammieren, zum Beispiel den meines linken Daumens oder wenn das Gerät auf dem Tisch liegt, ist das ja mit dem Daumen immer so ein bisschen umständlich. Da kann man dann auch einfach mit dem Zeigefinger dann das Gerät entsperren und den hier noch hinzufügen. Ich sage jetzt aber, einer reicht. Ihr habt gesehen, wie es funktioniert und jetzt sehe ich hier oben Fingerabdruck 1, so heißt der Kollege und ja, könnt ihr auch noch irgendeinen Namen geben, das schenke ich mir, das ergibt jetzt keinen großen Sinn für mich oder Mehrwert. Jetzt sperre ich das Gerät und dann wollen wir doch mal gucken, wie es ist, wenn ich jetzt auf Entriegeln drücke. Ich sehe jetzt hier ganz neu für mich diese Fingerabdrucktafel. Das ist der Sensor dahinter und dann lege ich meinen Daumen da drauf und das Gerät ist sofort freigeschaltet. Also super praktisch, gerade wenn man das natürlich so lässig in einer Hand mit sich führt, ist es sogar genau einmal hier auf die Taste gedrückt und zack, entriegelt. Da kommt sogar irgendwie ein kleiner Ton. Knackt so ein bisschen und mein Gerät ist dann freigeschaltet. Perfekt. Wie gesagt, ihr könnt dann noch weitere Fingerabdrücke hinzufügen. Ihr könnt ja auch überlegen, wenn ihr das Gerät mit einer zweiten Person zum Beispiel nutzen wollt oder jemandem eben hier auch einen Zugriff gestatten wollt, dann kann auch diese Person eben ihren Fingerabdruck hier einprogrammieren. Könnt ihr ja auch wieder löschen, wenn es dann irgendwie nicht mehr in Frage kommt, aber alles möglich und sehr, sehr praktisch.
gerade auch im Internet, wenn ihr da surft und irgendwo eure Anmeldedaten eingeben müsst und so weiter, das geht wunderbar, dann alles mit dem Fingerabdruck, dass man sagt, jo, das bin ich, ausfüllen, automatisch ausfüllen oder wie auch immer. Und deswegen macht das schon Sinn, den Fingerabdruck hier zu verwenden. Ich hoffe, das Video zum Thema Fingerabdruck einrichten beim Galaxy S24 war hilfreich für euch, hat euch gefallen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da für uns, abonniert gern kostenlos unseren Kanal und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video. Viel Spaß beim Verwenden eures Fingerabdrucks und generell mit dem Galaxy S24. Bis dahin und tschüss!